Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Kein Regisseur hätte aus Sicht der Bayern wohlgemerkt das Saisonfinale herzlicher inszenieren können, als es die Mannschaft selbst tat. Die Bayern schlugen Frankfurt mit 5:1, 1:0, holten ihre 29. deutsche Meisterschaft und überließen ihren scheidenden Altstars dabei ihre letzten großen Hauptrollen. Wirkliche Dramatik kam im Spiel nie so richtig auf, und zittern mussten unter den 75.000 Zuschauern lediglich die mitgereisten Anhänger der Eintracht, für die es an diesem Nachmittag immerhin um die letzte Chance einer neuerlichen Europacup-Teilnahme ging. Am Ende weinten sie alle vor Freude, denn Frankfurt bekam ausgerechnet aus Schützenhilfe und darf als Siebter in die Euroqualifikation gehen. Es ist die Zeit der Abschiede und damit der Tränen. Wer alles den FC Bayern verlassen muss, wird sich in den kommenden Tagen noch zeigen. Fest steht, Franck Ribéry, 36, seit 12 Jahren linke Bayern-Flanke, wird gehen. Ebenso Arjen Robben, 35, seit 14 Jahren das Gegenstück auf rechts. Robbei hieß das triple Geheimnis 2013. Zwei Weltstars als Attraktionen und Aushängeschilder der Bundesliga. Sie verdienen den Applaus aller Fußballfans in Deutschland.